und ich grüße euch zu einem kleinen Let's Play. Ja, der Grund, warum ich dieses Spiel Let's Play ist ganz einfach. Walzer will einfach mal, dass ich mir das mal anschaue, das Spiel. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, um was das Spiel eigentlich geht. Ich habe es vorher noch nie gespielt. Da steht hier zwar Continue dran, ich weiß, allerdings habe ich es vorhin ganz kurz mal gestartet, um zu schauen, wie es mit den Einstellungen läuft. Und da muss ich erschreckend feststellen, man kann dieses Spiel nicht richtig einstellen. Naja, also zum Beispiel kann ich hier die Lautstärke nicht verändern, zum Beispiel, habe ich gemerkt. Naja, gut, also wir beginnen mit einem neuen Spiel und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist und um was es überhaupt geht. Und es geht los. Ah, ein schöner Ladebildschirm. Oder in dem Fall ist es hier kein Ladebildschirm. Ah, jetzt. Telefon. Ich gehe nicht ran. Ich gehe nicht ran. Das ist bestimmt wieder dieser Typ, der mich beim Yu-Gi-Oh! Let's Play gestört hat. Jede Wette. Ich hasse dich. Ach, die Klappe. Ich hab keinen Bock drauf. ja, okay, und wie spiele ich das Spiel jetzt? Gibt es da irgendeine Erklärung? Wahrscheinlich habe ich die Erklärung jetzt gerade übersprungen. Hä? Ah ja. Okay, das erinnert mich irgendwie an... Wie heißt dieser Film? Paranormal, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Okay, jetzt haben wir hier so Kameras. Da können wir immer hin und her wechseln. Na gut. Ich bin hier, alles klar. Und jetzt? Verdammt, vielleicht hätte ich es nicht überspringen sollen. Ich glaube, das war ein kleiner Fehler. Naja, egal. Ich kann sowieso kein Englisch, also ist es eh egal. Okay, was ist hier? Hier ist ein Gebiss, so ein Ork-Schädel ist es anscheinend. Hier sind die Zähne. Das ist der. Das sind die Augen, hier ist die fette Nase. Sieht ja alles ganz schön aus, muss ich sagen. Ach ja, idyllische Fliesen. Ach schön. Was haben wir hier? Hier war wahrscheinlich eine Party. Hier sind nur noch die Partyhüte dran. Und ja, hier ist komischerweise kein Bier. Eine Party ohne Bier geht doch nicht. Egal. So, hier sehen wir ein paar. Tierchen, glaube ich. Hier ein Hündchen, hier eine Ente oder was weiß ich. Und sonst eigentlich. Was ist das für ein Viech? Ein Bär? Ich habe keine Ahnung. Hallo, Mr. Pedobär. Hier ist. Aha, hier ist gar nichts, okay. Hier sehen wir gar nichts. Hier sehen wir die Leere. East Hall, Show Stage. Ah, hier sehen wir quasi die Kamera. Backstage, Pirates Cove. Sorry, out of order. Let's party. Das erinnert mich echt an den Film Paranormal. Den kennt ihr bestimmt. Und wenn nicht, dann gebt ihn euch bei kinox.to, der ist echt gut, der Film. Ich check's nicht. Was muss ich jetzt genau machen? Das Spiel ist bis jetzt ziemlich langweilig. Hui! Und wenn ich weiß, wenn ich Escape drücke, dann beende ich damit das Spiel. Den Fehler habe ich vorhin gemacht, da habe ich eine kleine Testaufnahme gemacht. Und da wollte ich die Option anpassen und dann habe ich Escape gedrückt und dann musste ich erschreckenderweise feststellen, hey, du bist wieder auf den Desktop gelangt. Nein, Balzer, das ernst jetzt? Warum soll ich das Let's Playen? Das ist doch voll langweilig. Da passiert doch nichts. Nur ein paar Kameras. Super. Wenn ich ein paar Kameras sehe, dann schaue ich den Film Paranormal. Wieder Werbung für Paranormal. Ich weiß, ich aber das ist echt so wie Paranormal. Naja.
Ja, und ich grüße euch zu diesem Kamerasimulator. Jetzt fing es gerade an, langweilig zu werden. Und jetzt? Oh, da randaliert wohl jemand. Eiskalt. Was gibt's da zu randalieren? Warum läufst du hier auf den Tisch? Das gehört sich nicht. Und jetzt? Ich check das Spiel nicht. Was geht's da eigentlich? Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Na gut, die Kamera hat anscheinend eine Position jetzt eingenommen. Hier sieht man wohl besser, glaube ich, zumindest. Hier sollte mal jemand aufräumen. Hier überall Papier. Und jetzt? Ich check's nicht. Was muss ich machen? Dam, da, dam. Oh, hier fehlt ein Tier. Er ist wohl auf die Toilette gegangen oder sowas. Ha! Dann. So. Dam, da, dam. Tod lebt, tot, lebt, tot, lebt, tot, lebt, tot, lebt, tot. So, schließen wir die Türen und hier auch. Ich habe zwar keine Ahnung warum, aber es ist ein Horrorspiel und da ist es immer wichtig, die Türen geschlossen zu halten. Hier ist ein Ventilator. Ja, hier ist es auch so heiß. Hier kann ich verstehen. Hier sammelt sich ja die Luft. Und die erwärmt sich dann irgendwie, ach, keine Ahnung, wegen dem ganzen Gepfurze oder so. Und so entsteht natürlich auch die globale Erwärmung. Okay, was ist hier? Hier ist nichts, der Typ da ist weg. Der Ork, der ist ein bisschen durchgeknallt, glaube ich. Er hat sein Kiefer weiter aufgerissen, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Hier ist nichts. Hier kann ich auch keinen Unterschied feststellen, bis auf dieses fette Teil hier. Hier ist ein Gang. Let's Party! Hui! Dieser Raum ist identisch, bis auf dieses Let's Party hier, ne? Camera disabled, audio only. Dum-dum-dum-dum. Wer singt denn da so dumm? Dum-dum-dum-dum-dum. Na los! Dum-dum-dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum. Dum-d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 um. Dum-dum. Was ist hier? Oh, jetzt ist der andere auch weg. Dum-dum-dum-dum. Oh, jetzt passiert irgendwas. Ich verstehe es nicht. Vor was soll ich denn jetzt Angst haben? Kann mir das irgendjemand erklären, vor was ich jetzt Angst haben soll? Dum, da, da, dum, dum. Na komm, ich will den Typen nochmal hören, der dum, da, da, dum, dum. Guten Tag. Tag, Mr. Bärchen. Dim, dim, dim. Und gleich kommt Jumpscare. Gleich werde ich mich wahrscheinlich erschrecken. Und? Komm schon, ich will mich erschrecken. Jumpscare! Also gleich wird's laut, ne? Für alle sensiblen Zuschauer und so. Genau, ich hätte es mir denken können. Puh. Erstmal muss ich mich von dem Schock erholen, ne? Also, so. Was? Game over? Das war's schon? Okay, das war's zu diesem Let's Play und ich habe keine Ahnung, was da abging. Und ja. Wir sehen uns dann bei einem anderen Let's Play wieder. Also, macht's gut, euer JanKLP. Okay, hier bin ich wieder. Und zwar ist das Let's Play noch nicht vorbei. Und zwar habe ich mir jetzt die Erklärung vom Balzo anhören lassen, wie das Spiel funktioniert. Und scheiße. Ja, Balzo, ich hasse dich, falls du es jetzt sehen solltest. Leck mich!
Also gut, nochmal von vorn. Ah, jetzt weiß ich, wie es geht. Verdammt. Oh. Naja, gut. Ich bin ja zum Glück abgehärtet, was Horrorspiele angeht. Also von daher müsste das eigentlich locker schaffbar sein. Also gut. Hier sind die drei Lappen und die muss ich jederzeit beobachten. Ja. Wie der scheiß Telefon. Halt die Klappe. Ich brauche hier meine Ruhe. Ich kann hier keine nervigen Leute ertragen. Ach ja, ich habe meinen Pegel übrigens ein bisschen lauter gestellt. Damit, ja, damit ihr mich besser hören könnt, weil es war ein bisschen leise, habe ich vorhin gemerkt. Ja. Also, hier sehen wir drei Lappen. Und ja. Mann, das ist langweilig. Bis jetzt. Und was macht ihr noch heute so? Ich muss hier dieses blöde Spiel spielen. Gut, die sind noch brav, diese Lappen hier. Wir können ein bisschen durchscrollen. Einfach mal so, weil ich es kann. Mr. Tam-Tam-Tam ist nicht mehr da. Tam-Tam-Tam. Ich glaube, wenn ich hier das benutze, dann fülle ich auch hier. Jawohl, genau. Das heißt, ich muss hier öfters. Alter? Alter? Okay, ohne Witz. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich echt Angst. Was war das gerade eben? Was war das gerade eben? Balzo, ich hasse dich. Ich weiß, du ergötzt dich jetzt gerade an das, was du siehst, aber leck mich. Und jetzt? Ha! Ha! Balzer! Ich hasse dich! Ich will es nicht mehr spielen. Ohne Witz jetzt. Das ist so eine Mischung aus Langeweile und Angst. Im Moment bei mir. Und Anspannung. Langeweile, Angst und Anspannung. Ja? Weil ich muss diese drei Viecher jetzt im Auge behalten. Und ja, die laufen dann immer in Richtung zu mir hin, ne? Hier habe ich eine begrenzten. Stromanschluss. Verdammt! Das geht ja schon mal super los. Aber ich habe die drei Lappen hier noch im Bild. Das ist gut. Dam dam dam. Okay, das Dam 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 macht mir jetzt ohne Witz Angst. Bald so, du Missgeburt. Was soll der Scheiß? Ist es dein Ernst? Ich muss den Kevin mal Angst einjagen. Hahaha. Deswegen zwinge ich ihm dieses Spiel hier zu spielen. Ta 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 ta. Also ich werde das ganze Spiel natürlich nicht let's playen.
Dafür fehlt's mir an Nerven. Jetzt auf einmal im letzten Part war ich so mutig, aber jetzt verstehe ich die Regeln und deswegen habe ich jetzt Angst, ne? Und ja. Oh Gott! Wo ist der? Wo ist dieser Lappen? Er ist weg. Aber wo? Wo ist der? Mann! Also, du Wichser, ey. Ich will das nicht mehr spielen. Ich weiß, das sieht jetzt nicht so. Ich glaube, der ist hier. Oh Gott! Oh Gott! Er ist weg. Also hier kann ich sehen, wo die sich befinden, wenn sie da sind, wo sie jetzt sind. Hier ist, glaube ich, einer. Ich habe Angst vor Plüschtieren. Ist das nicht süß? Mann, ich habe nur noch 18. Ah, ich vielleicht mal in Gelegenheits-Let's Play draus mal schauen. Vielleicht ein paar pro Woche oder so. Aber jeden Tag das Spielen ist mir ein bisschen zu krass. Das macht einen echt fertig. Ohne Witz jetzt. Jetzt, wo ich die Regeln kenne, ist es auf einmal gruselig. Vorhin war es überhaupt nicht gruselig, aber jetzt ist es gruselig. Ja. Vielleicht passiert irgendwas. Ich habe noch zwei. Oh Gott, eins. Oh, das ist... Hab ich mich hier jetzt verjagt? Okay, ich bin tot. Na los, pack mich. Oh, ich bin tot. Dum 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 dum. Und Game Over. Also an alle sensiblen Zuschauer, ihr solltet jetzt weg sein, wegschauen, denn jetzt erschreckt ihr euch gleich wieder. Und genau. Dum 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 dum. Puh, okay, ich werde so machen, dieses Play. Jede Woche gibt es einen Part, vielleicht am Sonntag. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Also, macht's gut, euer Ian KP. Ciao.